Die Formel 1 und die ITC sind das Beste, was der Motorsport weltweit zu bieten hat. Die Unterschiede zwischen diesen beiden Serien sind geringer, als manche denken. In der Formel 1 ist vielleicht noch ein bisschen mehr, wird das Thema Glamour oder Glamour, wie man sagt, herausgekehrt. Wenn man hier hinter die Kulissen schaut, wenn man sich die Boxen anschaut, wenn man sich ansieht, Hospitality-Anlagen, einfach die Professionalität ist in beiden Rennserien auf dem gleichen Level. Jetzt im Vergleich zur Internationalität muss man natürlich sagen, hat die ITC natürlich Nachholbedarf. Ich glaube, kann man sie auch nicht unbedingt direkt mit der Formel 1 vergleichen. Nie zuvor gab es eine Tourenwagenserie, bei der ein solcher Aufwand von den Teams betrieben wurde. In Bezug auf das technische Know-how braucht sich die ITC schon lange nicht mehr hinter der Formel 1 zu verstecken. Das Gegenteil ist viel eher der Fall. Techniken, die identisch sind, sind zum Beispiel Radaufhängen. Logischerweise geht es da in eine ähnliche Richtung, wobei die Formel 1 mehr Wert auf Aerodynamik legen kann, weil da das Reglement etwas offener ist wie bei uns. In der Formel 1 sind einige Techniken, die es in der ITC gibt, inzwischen verboten worden. Elektronische Differenziale und so weiter. In der ITC gibt es das alles. Von daher glaube ich, dass wir von der Technik her inzwischen sogar weiter sind als in der Formel 1. Teilweise findet mittlerweile sogar ein reger Ideentransfer zwischen der Formel 1 und den Tourenwagen statt. Bei dem Hydrauliksystem der Opel Halbautomatik gibt es beispielsweise eine Kooperation mit dem Formel 1 Top Team Williams. Aber auch umgekehrt profitiert man voneinander. Wir arbeiten beide schon ein bisschen von einem Know-how-Transfer. Patrick Head, der kriegt also Dinge von uns oder nimmt Dinge von uns rüber. Wir kriegen viele Dinge, die er weiterentwickelt hat. Und man kann es ja nicht immer unmittelbar vergleichen. Aber ich glaube, das ist ein vernünftiger Know-how-Exchange. Aus Sicht der Fahrer dagegen gibt es zwischen der ITC und der Formel 1 einige Unterschiede. Die Formel 1 ist für einen Fahrer schon etwas anderes. Motorleistung und Bremsen sind schwierig zu beherrschen. In der ITC gibt es dafür mehr Zweikämpfe. Das ist interessant für die Zuschauer. Allein von der Motorleistung her sorgt die Formel 1 für mehr Aggressivität. Die ITC ist inzwischen so attraktiv geworden, dass viele Ex-Formel 1-Piloten in die Serie drängen. Rund ein Dutzend Fahrer des ITC-Feldes verfügen über Formel 1-Erfahrung. Es hat den Anschein, als sei ich hier in Pension. Nein, im Ernst. Ich denke, wenn man nicht in der Formel 1 fährt, ist die ITC in jedem Fall die beste Rennserie. Keine andere könnte mich so sehr reizen. Natürlich gibt es auch noch junge Piloten, die ihr Glück unbedingt im Formelrennsport versuchen wollen. Jan Magnussen ist inzwischen schon in die Indycar-Serie gewechselt. Giancarlo Fisichella fährt ab und an für Minardi in der Formel 1. Jetzt fahre ich in der ITC und möchte hier den Titel holen. Irgendwann will ich aber auch Formel 1-Weltmeister werden. Auch der für Opel fahrende Österreicher Alexander Wurz durfte vor kurzem bei Testfahrten in einem Sauber Ford Formel 1-Feeling sammeln. Mein Plan geht in die Formel 1 und ich bin optimistisch, dass ich auch schaffen werde. Alles in allem, die Unterscheidungsmerkmale zwischen der ITC und der Formel 1 sind wohl doch eher eine Frage des persönlichen Geschmacks.